Ich bin wieder in Köln. Ich gehe jetzt frühstücken. Nova ist da und Nick, ich glaube, der ist noch da. Vlog startet. Wer sitzt hier vor mir? Wir brauchen jetzt Nico-Meme. Nova? Ja? Nicht bestanden. Nicht bestanden. Ja. Darauf erstmal ein Brötchen. Nicht bestanden. Tschüssing. Döschen. Nick, was ist unsere Quest? Wir müssen bis zum Ablauf dieser Zeit, bis diese Zeituhr hier abgelaufen ist, bis wir den Aperol-Geex haben. Okay, und was kriegen wir dafür? Eine Tasche? Ein kostenloses Piercing. Ein kostenloses Piercing? Ja, du ich kenne die Inhaber. Ich kenne euch jetzt echt gern. So. Aber nee, jetzt musst du von Neuem, du redest ja. Das ist die Zeit, die Zeit. Das hat noch weniger Zeit. Ja, dann halt schon mal auch quasi... Das ist eigentlich Aperol. Okay, es kracht gewaltig. Alter, es ist nicht mehr viel Zeit. Noch eine Minute. Noch eine Minute. Ist das eine Minute? Das sieht trainiert aus, nur wach. Wir beide so am Vloggen. Ey, Mann, wir brauchen einfach einen Kameramann, dann können wir das wiederverwerten. Können wir so eine Gewinner... Wir brauchen eine Gewinnermusik, Dave. Wir brauchen so ein... Pissing auf Nicks Nacken. Und da haben wir wieder gespart. Wir Sparfüchse. Helix. Achso. Nova, wie machst du? Ich war schon bereit für Nova, mach. Ich war schon ready, so kostenlos. Also runter. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich mach kein Nippel-Piercing. Nee, ich glaube, ich mach mein Helix. Doch, beide Seiten. Isa will dann mich leiden sehen. Ich habe überlegt, noch ein zweites in die Nase zu machen. Ja, ist auch geil. So. Es wird sich gepierst. Ja. Scheiße, man darf davor keinen Alkohol trinken, oder? Haben wir auch nicht. Ja, wir haben immer gesungen. Das ist ein Aperol. Das ist kein Alkohol. Nein, ich würde mir überlegen, ich glaube, ich wechsle mein Bauchnabelpiercing aus, weil ich mache da einen Ring rein. Und hier oben entweder das in der Mitte oder ein Helix. Ich find's das total. Aber du machst einen Helix. Ich sehe aus, wie so, als ob ich den Wohnung verkaufen will, Digga. Bei meiner Wohnungsbesichtigung. Ja, und ich werde die Wohnung nicht kriegen, weil irgendwelche U30-Pärchen nochmal auf hinten ins Belgische wollen, Digga. Yo! Die kommen mit so Rolex, mit AP, AMG. Du hast schon alles gegeben, aber. So, was macht ihr online? Oh. Casino, was ist mit ihr? Macht die etwa... Onlyfans? Der erste Gedanke bei Frauen immer. Ja, natürlich, klar. Frauen müssen ihren Körper verkaufen. Ja, hast du recht. Normal. Nick fängt an mit dem Helix. So, ne? Im Spiegel. Willst du den nach außen, nach innen, nach oben, nach unten? Oh, das ist cool, oder? Ja. Sag mal. Ja. Finde ich gut. Wow. Oh ja, Mann, das gefällt mir. Look, cool. So kriegst du jetzt alle Bitches. Oh yeah, sir. Geil, danke schön. Endprodukt. Endprodukt. Wow. Ich würde sagen, der Content. So, jetzt du oder ich? Ja, du. Ja? Nichts los. Geht das mit Cap auf? Ach, du bist zu spät. Scheiße. Sweet. Später muss ich mir vorstellen mit Ring. Jetzt erstmal ein bisschen rot, aber später wird es ein bisschen, also Hautfarbe hier. Also beige, also Natur, also deine Hautfarbe. Oh ja. Gott. Warte, was ist das? Das ist Mutterwahn. Da kommt ja schon Bauchnabel rein. Sieht aus, als ob du so schwanger wärst. Diese Ultraschall machen will mit den Handschuhen. Sagen, ist auch gerade so mit dem Bauch hier so. Guck das so noch. Wie viel Monat? Clickbait. Die ist auch schwanger. Hey, okay, das ist crazy. Wie sehr tun Nippelpiercings weh? Ist individuell unterschiedlich. Okay. Aber es ist schon ein schmerzhafteres, oder? Es ist schon schmerzhafter. So, der ist ein bisschen groß, ne? Ja, der ist schon schön. Tut das gar nicht mehr weh, das Bauchnabelpiercing? Ich hab das mit 19 gemacht. Okay, Gangster. Oh mein Gott. Slay. Ja, das finde ich geil. Slay. Ja? Das sieht richtig süß aus. Sieht man die Anschusslöcher? Ja. Die sieht man ja. Geht's? Nächste. Oh, die so. Oh, das hat weh. Ja. Sieht doch gut aus. Zeig. Ist dann nicht fertig. Würdest du Flat sagen oder Helix? Willst du bald ein Flat machen? Flat ist, dass einmal so durchgeht. Flat ist, warte, ich mach dir das mal. Ungefähr hier. Okay, und das ist der Unterschied ist? Es ist halt mittig drauf und beim Flat. Und das ist ein Stecker dann? Auch. Das Problem ist beim Flat, dass da musst du wirklich krass drauf aufpassen, dass das gerade bleibt. Also, dass da gar kein. Ja, Helix, let's go. Nee, weil beim Flat, das liegt ja gerade am Ohr auf. Ja, und sobald der schief ist. Kann ich gleich Zucker haben? Konntest du Zucker haben? Sagst du mir Bescheid, bevor du umfällst? Ja. Alles noch okay? Ja. Ja, ich. Die letzten Piercings sind so lange her und da war ich irgendwie stärker.
mal meine Hand vorher schützen. Oh, das sieht richtig schön aus, Isa. Du bist aber auch von dem Piercing geworden. Ganz toll gemacht. Wie seid ihr denn? Guck mal, das wird uns für immer verbinden. Helix? 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 Helix. Komm mal zu dir, komm mit dir. So geil. Ey, ehrlich, das hat richtig Spaß gemacht. Und darauf jetzt nochmal ein Abo. Da stand einmal drauf, haben Sie denn gestern Alkohol getrunken? Nee, nicht gestern. Heute war nicht die Frage. Wir müssen uns jetzt irgendwie sowas kaufen, damit die Haare aus dem Weg sind, weil da darf kein Druck, keine Bewegung hinkommen am besten. Deswegen irgendwas. Hier wird gebummelt. Hier haben wir Bottega Veneta Taschen. Ich sag euch ehrlich, zu oft gesehen im Zara. Also die kostet, glaube ich, 3.000. Crazy. Und Zara hat fast 1:1 die gleiche Tasche, halt nicht von Bottega und ich glaube nicht, das ist, glaube ich, echt Leder, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die sieht halt krass aus wie so eine Zara-Tasche, vor allem hier die. Ich glaube, Willi hat die in grün. Das ist richtig ein Goldie-Vibe. Hier. Okay. Die Dame hat gesagt, das Parfüm ist pervers und das ist pervers. Pervers ist das. Ah, und das hier. Das habe ich geholt. Sie hat gesagt, es ist ein perverses Parfüm und ich habe es geholt. Das muss man haben. Du bist eine kleine Perverse und ich jetzt auch. Pervers. Super. Jetzt riecht die beide pervers. Die Hurigkeit. Die zwei Perversen. Die Hurigkeit, ne? Jetzt sind wir hier, jetzt geht's ab. Oh. Hi. Oh mein Gott. Juhu. Bei den Mädels. Geil, einfach direkt aus der Pfanne. Nice. Das Essen war so schnell da, einfach 3 Minuten, Bruder. Also es hat wirklich, wir haben bestellt. Und was ist hier? Oh, sieht doch gut aus, ist ein bisschen rot, ein bisschen blutig. Das ist gar nicht gut. Als würde ich jetzt so Business-Tipps bekommen, Pullover. Ja. Also du musst das wie folgt machen. Komm in meine Gruppe, Telegram-Gruppe. Ja, wirklich. Erfolg ist eine Einstellung und wenn du das Geld nicht hast fürs Leben, dann musst du halt einfach mehr Geld verdienen. Wenn du obdachlos bist, kauf dir einfach ein scheiß Haus, ne? Ja. Was geht, Vlog? Ich bin jetzt hier bei Experian. Erstmal Kuss an Experian, dass ich hier streamen darf. Richtig, richtig nice von euch. Ich habe ja seit fast 2 Wochen habe ich kein Internet, bald die 3. Woche. Danke, dass ich streamen darf. Und hier ist der Stream. Ich bin schon live hier. Seit circa 48 Minuten bin ich hier. Wir haben hier den Chat. Kuss und Gruß an alle, die vorbeischauen, auch wenn ich nicht vom gewohnten Setup streame. Auch gerne vorbeischalten, ich bin fast daily live. Ich bemühe mich irgendwie live zu kommen, auch wenn bei mir das Internet gerade kracht. Ich bin jetzt fertig mit meinem Stream. Also wirklich, ich hatte hier mein Setup. Jetzt sieht man natürlich nicht so viel, ich mach mal kurz das Licht wieder an. Hier war mein Setup. Richtig, richtig geil. Ich konnte hier einfach streamen. Sehr, 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 sehr nett. Nochmal dickes Dank an Experian dafür. Jetzt, wo hier alles leer ist, zeige ich euch mal ein bisschen, wie es hier aussieht. Ich nutze es aus. Okay, wir haben hier so ganz viele Streaming-Setups bzw. Setups. Da hinten können auch andere in Anführungszeichen. Also wenn du spontan hier hinkommst, kannst du einfach anscheinend streamen. Das hier musst du voranmelden als Streamer. Das da hinten nicht, soweit ich das verstanden habe. Aber ich bin auch ein Dulli. Ich war voll in meinem eigenen Film. Ich habe fast gar nichts verstanden. Aber hier sind so ganz viele Setups, wo man spielen kann. Da sind Setups, wo man spielen kann. Das ist, meine ich, eine Podcast-Area. Auch geisteskrank cool gemacht. Ich finde das richtig, richtig schön, ehrlich. Und hier, das schaut euch das mal an. Das ist einfach Kevin. Dulli. Hat einfach einen Slap gegeben. Da ist genug. Ein Red Bull-Kühlschrank. Auch ein Klassiker. Also wirklich sehr, sehr, sehr cooles Gebäude. Schaut euch das mal an, was hier alles ist. The fuck? Wir laufen jetzt hier einfach rum. Rolltreppe hochgehen, wenn die aus ist. Auch ein ganz komisches Gefühl, sag ich, wie es ist. Wir sind wieder im Piercingland. Nova hat hier wieder ihr Piercing. Das ist meine Cam. Okay, Nova hat Wo ist meine Cam? Die ist hier. Ah. Die, die liebe Dame hat bei Nova hier das Nasenbissing wieder reingemacht und danach aber rausgegangen. Ich krieg das nämlich selber nicht rein, weil ich dumm bin. Und die hat ein kleineres jetzt. Ja, ich find's besser. Was findet ihr? Meine Nase ist rot. Ja, so noch richtig erleuchtet noch. So, weißt du, so das richtig dicke Nase, so ein Knöllchen und dann auch noch so richtig so. Piekst euch mal so in die Nase so rein, so richtig fest, dass du geistkrank bist. Und das, was ich gerade gemacht habe, ich habe so meine Ladies haben auch neuen Schmuck bekommen. Das sieht jetzt auch wunderbar aus. By the way, wir waren gerade eben im Wildcat. Ich habe mir jetzt meine Piercings da machen lassen. Sprich, ich habe eigentlich mein Helix habe ich da gestern machen lassen. Bombe. Ich habe jetzt meine Ladies habe ich auswechseln lassen. Die sehen jetzt sehr Bombe aus. Und ich lasse mir bald neue Ladies einsetzen, damit sich das anhört. In meine Ladies neue Dinge einsetzen. Wir nennen das neue Piercings. Und da kommen dann so Glitzersteinchen hin. Die haben die erst ein paar Wochen da. Da freue ich mich sehr drauf, weil die sind neu. Das wird ein Traum. Und dann komme ich wieder und die sticht sich wieder ein neues Ohrpiercing. Wir machen jetzt hier so ein Ohrding. Es kracht komplett so. Jetzt gehen wir irgendwie rum. Geil. Schön Sonne genießen. Ah, ist das schön hier. Kölle. Ja, reicht jetzt auch wieder mit dem Film.